Liebe Astrologiefreunde, Freunde der Astro-Polarity-Lehre, nach einer längeren krankheitsbedingten Pause melde ich mich wieder auf unserem Astro-Vitalis-Kanal, den ihr ja kostenlos abonnieren könnt. Heute nicht mit einer Geburtsbildbesprechung von irgendeinem, der in der Regel ja nicht mehr geistig beieinander seienden Protagonisten aus Politik und aus hinter der Politik stehenden Geldgebern, sondern ganz im Gegenteil, bei einem Menschen, der aus meiner Sicht sehr tief in sich selber verwurzelt ist und aus diesem Grund und auch aus seiner damit verbundenen Weisheit heraus die Wahrheit spricht. Ich spreche von dem Häuptling des Hopi-Indianerstamms, White Eagle. Der hat vor einer Weile zur Situation der Menschheit etwas sehr Wesentliches gesagt. Und als ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass das eigentlich deckungsgleich ist, natürlich mit anderen Worten von ihm, als das, was ich zu dem Umstand gesagt habe, dass 2024 der Pluto vom Steinbock in den Wassermann geht, mehrere Male hin und her pendelt, aber im November diesen Jahres jetzt endgültig im Wassermann ist. Und dann habe ich beschrieben, was sich daraus für Situationen für die Menschheit an sich, weil es ja ein kollektiver Vorgang, entwickeln können. Das deckt sich sehr mit dem, was ich da gelesen hatte von White Eagle. Insofern macht es durchaus Sinn, wenn ihr nach diesem Video euch nochmal dieses Video von mir über den Pluto im Wassermann Ende 2024 anschaut. Das ist ja hier auf dem Astrovitalis-Kanal immer noch vorrätig. So, ich zitiere jetzt White Eagle. Diesen Moment, den die Menschheit gerade erlebt, kann man als eine Tür oder als ein Loch betrachten. Die Entscheidung, ob man in das Loch fällt oder durch die Tür geht, liegt bei einem selbst. Wenn ihr rund um die Uhr die Nachrichten konsumiert, mit negativer Energie, ständig nervös, mit Pessimismus, dann fallt ihr in dieses Loch. Aber wenn ihr die Gelegenheit ergreift, euch selbst zu betrachten, Leben und Tod zu überdenken, für um euch selbst und andere Sorge zu tragen, dann werdet ihr durch das Portal gehen. Kümmert euch um euer Zuhause, kümmert euch um euren Körper. Verbindet euch mit eurem spirituellen Zuhause. Wenn ihr euch um euch selbst kümmert, kümmert ihr euch auch gleichzeitig um alle anderen. Unterschätzt nicht die spirituelle Dimension dieser Krise. Nehmt die Perspektive eines Adlers ein, der alles von oben sieht mit erweitertem Blick. Diese Krise birgt eine soziale Frage, aber auch eine spirituelle Frage. Beide gehen Hand in Hand. Ohne die soziale Dimension verfallen wir in Fanatismus. Ohne die spirituelle Dimension verfallen wir in Pessimismus und Sinnlosigkeit. Seid ihr bereit, euch dieser Krise zu stellen? Nehmt euren Werkzeugkasten und nutzt alle euch zur Verfügung stehenden Werkzeuge. Lernt Widerstand vom Beispiel der indianischen und afrikanischen Völker. Wir wurden und werden immer noch ausgerottet, aber wir haben nie aufgehört zu singen, zu tanzen, ein Feuer anzuzünden und uns zu freuen. Fühlt euch nicht schuldig, weil ihr euch in diesen unruhigen Zeiten gesegnet fühlt. Traurig oder wütend zu sein hilft in keinster Weise. Widerstand ist Widerstand durch Freude. Ihr habt ein Recht darauf, stark und positiv zu sein. Es gibt keinen anderen Weg, das zu tun, als eine positive, glückliche und lichtvolle Haltung zu bewahren. Das hat nichts mit Entfremdung, in Klammern Ignoranz gegenüber der Welt, zu tun. Es ist eine Strategie des Widerstandes. Wenn wir die Schwelle überschreiten, haben wir ein neues Weltbild,
weil wir uns unseren Ängsten und Schwierigkeiten gestellt haben. Das ist alles, was ihr jetzt tun könnt. Gelassenheit im Sturm, Ruhe bewahren, täglich beten. Macht es euch zur Gewohnheit, jeden Tag dem Heiligen zu begegnen. Zeigt Widerstand durch Kunst, Freude, Vertrauen und Liebe. Ende des Zitats. Vielen Dank.